Servus Leute. Ja, in so ein kleines Zeltlager. Ja. Es geht der Wind, es regnet, aber wir haben es dort gemütlich. Da herinnen. Nicht schlecht. Ja. Ich habe meine Uka da, Lampe, Printo, gell, und da haben wir Carinthia, ja, und mein, der Kollege schläft heute im Müllsack als Test. Ja. Müllsack, Survival, Lightweight Emergency BV. Ja, und ich werde mich da in mein Summit Observer Eichen verkriechen da, gell? Ja, ihr seht schon, gell, ich habe das da immer das da drauf genäht. Ja, eine Schlaufe. Ja, seht ihr das? Und oben an der Ridgeline eingehängt. So eine fix drauf da auf den Observer immer. Somit habe ich bei der Beinfreiheit ein bisschen und somit überbrücke ich ein bisschen die Kältebrücke. Eventuell, gell? Ja, wir haben da über alles mein großes Tarp drüber gespannt. Ja, da haben locker, wie gesagt, drei Leute ganz locker Platz drunter. Gell? Ja, der Rucksack auch noch. Und der Rucksack ist auch noch schön, wie man sieht, unter Dach. Ja, perfekt, würde ich sagen. Gell? In diesem Sinne, bleibt sauber. Liegt es nehmt noch. Vor allem ich selber nicht. Passt auf den Kauf und auf eure Familie, auf unsere nächsten Freunde, Nachbarn. Bis zum nächsten Mal. Ein Katidi aus dem Bushcraft-Treffen von Vanessa Blank. Ebersberger Wald. Forst, ja. Wunderbarer Wald da drinnen, also naturbelassen. Ganz was Tolles, gell, Leute. Okay. Vielen Dank. Servus. Gute Nacht.